Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Let's Play. Und zwar, ja, wieder mal ein bisschen Horror. Pinewood Drive Homeless. Das, der Titel, ja. Gänsehaut. Jetzt schon? Wir haben noch nicht mal angefangen. Oh, hi. Ja, ich bin auch wieder am Start. Oh, Scheiße. Das Let's Play sollte eigentlich schon vor einer ganzen Zeit erscheinen oder aufgenommen werden. Aber bei mir hat einiges die Wochen da zuvor nicht hingehauen. Ich wurde massiv gehackt, sodass meine E-Mail-Adresse und alles damit verbundene, sowohl Steam als auch, ach, was weiß ich nicht alles, alles, was damit zusammenhängt, war einfach weg. Ich musste das alles wieder zurückholen und, ach, das war eine Tortur. Anderthalb Wochen nur Stress und hin und her und die E-Mail. Aber es läuft wieder. Ja, das ist das Wichtigste. Naja. Und jetzt das Horror-Duo wieder am Start. Und jetzt, ja, wollen wir mal zusehen, dass wir das hier mal easy peasy schnell durchchillen, ne? Nein. Ja, schnell. Ja gut, wir lassen uns ein bisschen Zeit, aber... Wir spielen es lustig durch. Nein. Nein, ganz sicher nicht. Die Musik ist einfach viel zu beruhigend. Ja, Spieluhrklänge, ne? Ach, guck mal, da läuft schon wieder ein im weißen Kleid durchs Bild. Ist das Linda? Weiß ich nicht. So, von der Erscheinung her könnte es Linda sein. Wie gesagt, ich hab jetzt eben gerade beim Einstellen von Grafik und so nur das Intro laufen lassen und ja, bin ins Haus gelaufen. Ja. Also, nicht lange schnacken, Kopf abhacken. Ja. Und ich hab's ja jetzt auch schön bequem, ne? Neuer Stuhl macht's möglich. Ja. Jetzt quäle ich mich nicht mehr so. Das hat mich übrigens gewundert. Sag ich gleich. Jetzt kommt erstmal das Intro. Oh, Mensch. Mein Name ist Miles Roberts. Ich war in der Army eine halbe Ewigkeit. Nach meinem letzten Einsatz habe ich nie wieder in die Normalität zurückgefunden. Seitdem ziehe ich quer durchs Land und versuche, alles zu vergessen. Ich habe vieles gesehen und erlebt, aber diese eine Nacht war die schlimmste meines Lebens. Auch wenn es mir nie jemand glauben wollte, aber alles, was ich dir jetzt erzähle, hat genauso stattgefunden. Eines Abends war ich in der Nähe der Ostküste unterwegs, als ein Gewitter aufzog. Um mich vor dem Wetter in Sicherheit zu bringen, suchte ich nach einem Schlafplatz für die Nacht. Fast wie gerufen war da ein altes, verlassenes Landhaus. Mhm. Landhaus. Dach über dem Kopf machte ich mich auf den Weg dorthin. Hätte ich geahnt, was mich in dieser Nacht in diesem Haus erwartet, hätte ich wohl nie einen Fuß über die Schwelle gesetzt. Das kennen wir doch. Mhm. Und dieses, das Loading, da war ich ein bisschen verwirrt. Ich hatte alles auf Deutsch eingestellt und habe mich gewundert. Hä? Komisch. War das auf Deutsch? Die Sprache ist auf Deutsch, der Untertitel ist auf Deutsch. Warum steht das auf Englisch? So. Wir sind zurück. Oh, und wieder so ein nur eine Nacht-Ding wie bei. Yep. Oh Gott. Ein To Drive? Nein. Ach, Nightfall. Ja. Siehst du, jetzt entfallen mir schon die Namen. Hoffen oh, wir haben schon direkt eine Taschenlampe. Verlassen ist und es einen Weg hineingibt. Naja. Ist ja der Wahnsinn. Ah. Willkommen im Pineview Drive. Mal wieder. Ja, ja. Aber was mir sofort aufgefallen ist, ja. Es ist ein wenig anders. Und zwar. Also grafisch wieder natürlich nett. Oh,
Ja, ich sehe es auch. Auf einer Aufnahme ruckelt das auch bei mir ein bisschen, aber wenn ich spiele, nicht. Was ich aber direkt, was mir direkt aufgefallen ist, die Stimme von Hund ist sehr ähnlich mit der aus Pine Drive. Ja, ja, ja. Guten Tag, die Dame. Die hat einen Arm verloren. Na, ja, macht nichts. Oh, Frösche sind auch wieder da. Ja. Gänger, du bist cool, du siehst Tiere, aber es ist alles in Ordnung, ne? Aber guck dir das mal an, wie. Ja. Wie überall die Spinnen weben und so. Mhm. Also das Haus ist tatsächlich wohl etwas in die Tage gekommen. So. Ja, aber es ist noch alles da, ne? Ja, oh. Die Tür geht auch noch in die falsche Richtung auf. Immer noch sehr motiviert, die Tür. Hier wird sich sicher ein Schlafplatz finden lassen. Die Schwerter hängen wieder. Mhm. Die Glühwürmchen sind auch wieder da. Glühwürmchen? Ach, deine Glühwürmchen, ja. Staubwolken, ja. Da, und weiter habe ich nicht gemacht als das. Okay. Mit R kann ich die Batterie nachladen, bla bla bla. Oh nein. Oh nein. Naja, wir sind wieder, ne? Wir sind zu Hause. Aber da hängt ein neues Bild. Hm? Rechts. Das andere rechts. Das andere rechts? Ja, du bist links. Du hast. Nein, hinter dir. Da. Oh, Familienfoto. Das Bild kenne ich noch nicht. Außer die Omi. Da ist das nur ein kleines. Keine Ahnung. Weil das mit der Omi, das war immer so riesig. Oh, die Geräusche wieder. Mhm. Aber die Uhr läuft auch weiter. Licht. Geht nicht. Na geil. Ja, stimmt, haben wir ja kaputt gekriegt. Ne? Mhm. Ich hoffe, Walter ist nicht. Aber? Da. Guck mal hier. Hier laufen Leitungen diesmal. Also da ein bisschen hat sich was geändert. Oh Gott. Die Laufgeräusche. Ah. Ob der Keller diesmal funktioniert? Oder was auch immer das für ein Raum gewesen sein soll? Oh. Okay, diesmal ist die Tür abgeschlossen. Aber wie die Spinnnetze auch funkeln, ne? Auch zu? Schlüsselsuch-Simulator. Ja, es ist Pine New Drive wieder. Aber ich muss sagen. Ich bin froh, dass mein Sohn nicht da ist. Ich kann schreien. Aber die Tür, die Balkontür ist offen. Die Nachbarn, die können Spaß haben. War da nicht? Nee, da war keine Tür. Nur ein paar knarzende Holzdielen. Kein Grund zur Beunruhigung. Ja, genau. Ja doch, es waren auch. Ja, es waren Schwerter, aber die sind dann nach einer Weile sind die runtergeflogen. Naja, die haben wir ja an die Seite gelegt. Alter! Oh. Überall. Warte, und hier irgendwo muss ja gleich. Das Schlafzimmer. Doch, hier war das. Ja, genau. Ja. Oh, die Spieluhr. Oh. Na, wer sagt es denn? Ein Bett. Das sollte für diese Nacht wohl reichen. Bleib einfach in deinem Zimmer. So. Gute Nacht. Bis in einer halben Stunde. Kurze Zeit später. Boah. Was war das? Sein altes Haus, was weiß ich. Ich werde mal nachsehen, was das war. Ey, ich hab kein Spiegelbild. Boah. Da ist eine Hand unterm Bett. Jenny? Nein, Walter. Ich sag nicht, dass das Walter ist. Hä? Achso, das war meine Laufanimation. Ich hab mir jetzt schon in die Hose. Jetzt ist sie zu, oder was? Oder nein, 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 ich bin eine Tür weitergegangen. War diese Tür eben auch schon offen? Mhm.
Oh, man merkt schon wieder zwei Balken. Und ich habe einfach ja schon keine Sicht mehr. Geil. Hä? Da. Hey. Index? Oh, aber wieder hier. Na, oben links. Ja, ja, wir haben wieder einen Angstbalken. Das habe ich in Steam schon gesehen gehabt. Ja, also diesmal, ne? Hast Glück gehabt, ich sitze nicht neben dir. Ja. Die war auch zu. Oh. Medizin. Okay, das lasse ich mal stehen. Batterien? Nein. Oh nein, 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 nein. Nein. Werde ich auch nicht. Ja, ich werde sie erstmal nicht anfassen. Okay. Ich hab keine Schlüssel. Das Jagdzimmer ist zu. Ich bin froh, dass ich den Fuß oben habe und nicht unten, sonst würde ich mich wahrscheinlich stoßen. Ja, pass bloß auf mit deinem Fuß. Alles klar. Batterien? Batterien und... Streichhölzer? Ich wollte gerade sagen Matches, ja, Streichhölzer. Und ein Zettel. Dann wollen wir mal. Du hättest nicht herkommen sollen, Miles. Jetzt wirst du dieses Haus nie wieder verlassen. Und einen Schlüssel. Es weiß doch niemand, dass ich hier bin. Doch, Walter unter deinem Bett. Ja. Keine Ahnung, das war irgendwie so ein Gefühl. Dann direkt. Oh. Verdammt, der Schlüssel ist abgebrochen. Ich hab die Augen zugemacht. War nur ein Geräusch. Die ist verschlossen. Die lag früher. Ob diese Tür jetzt einen Sinn hat, ich bin echt gespannt. Ja, ich auch. Oh. Alles klar. Oder, ja. Ah, guck mal. Aha. Erinnerst dich? Oh, wieder sowas. Ja, roter okay. Teller, Buch, Kelch, Statue, Lampe. Ja. Jetzt zeig nochmal den Kelch. Okay. Oh. Hä? Mörderruckler. Oh, Entschuldigung. Eine Puppe. Okay. Das ist aber neu hier. Die bekommt keinen Namen von mir. Der sieht auch aus wie Caillou. Ja, Caillou war dicker. Okay, na gut. Vielleicht hat er abgespeckt. Noch ein Zettel. Es ranken sich viele Gerüchte um das alte Haus am Ende der Pineview Drive. Aber der Abgrund ist in Wahrheit... noch viel tiefer. Oh! Alles klar. Au. Ist bestimmt wieder so ein halbstündiges Springen. Bei Pioneer Drive hatten wir ja Tage. 13 Tage oder sowas. Was waren das? 30 Tage. Ach, 30. Ah, okay. Mit der 3 lag ich ja nicht ganz so verkehrt. Ja, also... Hier ist es halt wieder wie in The Nightfall, wirklich. Ja. Immer so halbstündlich. Dass wir quasi die halbe Nacht überleben müssen. Na, Katze. Eine Katze. Ich hab am Stuhl fest.
Klavier. Na, guck mal hier. Das gehört woanders hin. Der Teller kommt darüber. Teller dahin. Da ist die Lampe. Steht richtig. Da muss der Krug hin. Ja, den müssen wir erstmal finden. Ja. Hier irgendwas. Rad hinstellen? Da ist die Katze. Hallo, Miete-Katze. Na, du? Okay. Jetzt gewusst, wo wir die versteckte Statue und zusätzliche Umschaften freizuschalten. Okay. Alles klar. Ah, dieses Tauchen, das war wie aus Phasmo. Wow. Ich weiß nicht, was passiert ist. Er hat nach oben geguckt. Wow, und das hat mir so viel abgezogen, obwohl ich mich nicht bewegt habe. Leg den erstmal wieder dahin. Beruhig dich. Da kommt der Schädel hin. Also Büro. Genau. Nee, das ist eine Vase. Das ist nicht der Kelch. Gibt's hier noch ein Foto? Aha. Das Bücherregal? Wo ist denn das? Oben. Da, wo die Blätter auf dem Boden sind, glaube ich. Ist das oben? Das könnte sein, ja. Neben dem Schlafzimmer? Okay. Dann müssen wir hier also weniger Dings finden. Mehr Rätsel lösen. Mehr Rätsel, ne? Gefällt mir eigentlich. Ist mal was anderes, ne? Ja. Das Schlafzimmer? Das ist das Schlafzimmer. Ach, ich bin doof, das war doch unten. Echt? Ja. Ich weiß es nicht. Ich meine, man kommt halt auch echt durcheinander so. Ja komm, wir müssen eigentlich das Haus auswendig kennen. Ja, aber... Hier war das. Was war das? Keller-Dings? Ja. Hier. Und da ist der Kelch. Oder was auch immer das sein soll. Aber es kommt zumindest hin. Steinfigur, so wie, weiß ich nicht. Aber ja, aber das ist das Ding. Ja. Mal gucken, was denn. Okay, aber das Problem ist, guck mal mein Leben an. Er erschreckt sich halt auch, sobald die Uhr bimmelt. Das ist aufgegangen? Ja. Du wusst wo? Hat man schon. Ja, ja. Oh. Alter! Mann! Okay. Ich sterbe hier wahrscheinlich in dem Spiel wegen der Game-Mechanik an sich und weniger. Sag mir nicht, man muss sich verstecken. Nein, ich passe da nicht rein. Irgendwo ist was aufgegangen. Irgendwas getan?
Haben wir ja auch gelöst, ne? Das war ja das. Ja. Ja. Mit der grünen Vase. Für mich war es eher blau. Ne, wir türkis. Okay. Okay, Wohnzimmer. Genau, das war das. Haben wir jetzt hier noch einen Schlüssel zufällig übersehen, oder? Wäre vielleicht mal Zeit, die Medizin zu testen? Gute Idee. Will ich auch gar nicht runter? Wie dunkel. Ja. Hallo? Die war da auf einem Schreibtisch. Ja, oh, ich blockiere nur mal gerade wegen einem Bild. Oh, das geht ja gut los hier. Aber ich bin tatsächlich noch ganz locker. Ich gar nicht. Bin voll angespannt. Ich mach die Tür mal wieder zu, ne? Das war Walter. Nee. Also gesehen habe ich nichts. Ja, aber gehört. Das war 100 pro Walter. Hm. 100 pro. Aber wir probieren mal die Medizin aus. Die war ja da vorne. Da ist sie ja. Ach so. Einnahme dieses Mittels. Okay. Ja, also wir sind gezwungen, diese Dinger zu benutzen jetzt. Ja, sie haben den Schwierigkeitsgrad ein bisschen erhöht. Gut, dann gehen wir unten ins Jagdzimmer. Ja. Oder was? In den Zwischenraum, wo wir dann zu Walter kommen. Ja. Der eigentlich auf seinem Hocker sitzen sollte. Wenn der Antagonist, oder Protagonist, das Ding nicht weggepackt hatte. Da ist noch so eine Statue. Vorsicht, Geräusch. Okay. Er ist nicht da. Nö. Der liegt unterm Bett. Ja. Hier ist wieder eine Vase, die wir aufheben können. Oder? Hey. Nee. Guten Tag. Das Fernsehzimmer. Mhm. Es ist so laut. Mhm. Batterien? Ja. Batterien auf dem Boden. Batterien. Sind und das kommt. Wir haben keinen Strom, da kann ich angehen. Hoffentlich. Mhm. Er liegt da. Da liegen Teile alles von ihm. Klar. Okay, seine Hand liegt unterm Bett. Mindestens eine. Seine Tröte ist in diesem Dingzimmer. Müssen wir den zusammensetzen? Den kann ich ja nicht aufheben. Die Tröte kann ich aber benutzen. Ja. Oh. Hm. Gibt immer noch getrocknet. Und die Äpfel sind auch immer noch schön knackig. Jo, die sind ja wohl richtig knapp. Guck dir das Steak an. Der Kopf.
ein Hummer. Batterien sein. Hä? Nee. Oh Mann. Die Tüte entern. Oh. Okay, also wir finden tatsächlich Einzelteile von Walter. Also den hat tatsächlich jemand zerrissen. Ob wir das nach dem ersten Aufenthalt hier waren? Möglicherweise schon. Komm, dann muss ich ja quasi jetzt nochmal zurück. Auf die Tröte probieren. Und einmal mit Map machen. Und die Tröte war entweder in die auf dem Schrank, ich glaube mit den grünen Sitzdingern da, ne? Ja. Nee, oben war die dann. War die oben? Mhm. War Medizinzimmer, da wurde Medizin war oder was? Ja. Ich will das doch aber nicht. Ja, ich eigentlich auch nicht. Du hast hier mal einen Spaß draus gemacht. Ja. Du merkst, dass ich Angst habe, ne? Ja, nur die Sache ist, ich habe ja selber mitbekommen, dass es halt keine Auswirkungen hatte. Hier bin ich mir jetzt nicht sicher, weil es ja ein neues Spiel ist. Essen. Nichts. Wir können nur hupen. Ein kleiner grüner Kaktus liegt draußen am Balkon. Hollari, hollari. In auf dem Schreibtisch. Egal. Der ist immer noch grüner als dein Kaktus. Mein Kaktus ist noch ein Baby. Dein Kaktus ist tot. Mein Kaktus ist nicht tot. Ich habe noch nicht einen Stachel in der Hand gehabt. Entschuldigung, dass ich ein bisschen lauter reden, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich höre mich selber nicht. Abbücken kannst du dich auch nicht, ne? Mit C zum Beispiel? Nein. Okay. Die Spieluhr. Psst. Diese Melodie ist so schön. War da ein Fenster? Ja. Ging es da nicht noch weiter? Nein. Okay. Hier, durch die Tür ging es weiter. Okay. Und da kommen wir dann oben rum. Ja. Okay, also wir finden Teile vom Clown. Ja. Aus Grund XY. Wir haben die erste halbe Stunde schon rum in der Aufnahme. Und wissen. Und die. Ich hab gesehen, wie du dich bewegt hast. Ich nicht. Ja. Ich bin auch ganz tot rum. Aber die Kerzen gehen auch aus. Ja. Und das ist ziemlich schnell. Das ist mir vorhin schon aufgefallen. Da schon wieder aus. Ich hab gesehen, wie der Kopf sich gedreht hat. Mhm. Na gut. Dann will ich jetzt auch, glaube ich, gar nicht weiter hinauszögern. Hört auf, mich anzugucken. Sondern würde einfach sagen. Alter. Auf mit dem Scheiß. Im Lichte dieser Kerzen beenden wir die erste Folge. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut. Bye, bye.